Post ist da. Ja, der Herr Postrat. Ja. Sind wir schon fertig mit dem Briefaustrag? Nee, war ich um diese Zeit schon jemals fertig? He? Du komm, jetzt stell mal dein Radl nicht so deppert daher. Jesus, Jesus, Jesus. Jetzt sei nicht gleich schon wieder so ekelhaft. Ich bin nicht ekelhaft, aber ich brauch Platz für meine Kundschaft. Ja. Sehr gut. Sehr gut, Herr Huber. Ja, ja. Unser rasender Rudi wird ja wieder viel zu oft aufgehalten worden sein. Von den schönen Töchtern der Stadt. Nicht nur von den Töchtern, nein, 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 nein. Auch von den Müttern. Ein Bier? Ja, ja, ja. Ich kann's euch sagen, gar nicht mehr da wehren kann ich mich. Jede will mich zum Schwiegersohn haben. Also direkt lästig ist das. Obwohl er gar nicht mehr der Jüngste ist. Okay, was heißt denn da nicht mehr der Jüngste? Ich bin in den besten Jahren. Jetzt brauchen wir nicht vor das Haus. Ich möchte nicht. Ja, Gott sei Dank. Frau Moni, ein Kaffee, bitteschön. Ist recht, Frau Mara. Ja. Du, sag einmal, Rudi, hast du nicht eigentlich mir mal das Heiraten versprochen? Ha? Was? Ich soll dir das Heiraten versprochen haben? Getraudel, überleg doch einmal. Schau, du warst doch viel zu alt für mich. Oh. Rudi, Rudi, auch der Herbst hat schöne Tage. Ein Bier und für Sie, Frau Mara, der Kaffee. Dankeschön. Dämpfel, Dämpfel. Hm? Also bei allem Verständnis. Aber ich finde diese lasche Dienstauffassung schon ein bisschen befremdlich. Oh, also, Frau Stadträtin, glauben Sie mir's. Allzu viel Dienstauffassung ist ungesund. Ja, die schluckt sie bei mir auf die Galle. Ja? Und doch hat doch jeder seine Posten gekriegt bei uns, oder nicht? Hä? Sie wissen schon, was ich mein, Dämpfel. Ja, 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 ja. Wenn er jeder so denken darf, als wir Sie, dann ach. Dann wär's auf der Welt im Allgemeinen. Und bei uns hier im Speziellen wesentlich gemütlicher. Oh, vielen Dank, Herr Stadtbaumeister. Der bündigsten Dank. Das war ja nicht bös oder persönlich gemeint. Ja, wo bleibt denn nur unser Lederlenz? Wir treffen uns doch jeden Tag hier in der Mittagspause. Ist denn der schon jemals ein einziges Mal irgendwo oder irgendwann pünktlich erschienen? Dieser Versicherungsfuzzi. Aber Dämpfel, Versicherungsvertreter, bitte, ja? Unser Bürgermeister geht mir heute auch noch ab. Der hat sich noch gar nicht seine tägliche Ration an Vitamine abgeholt. Auwe Zwick, dann fällt's weiter. Ja, Mai, der wird sich heute noch von seiner anstrengenden Dienstreise erholen müssen. Wieso? Ja, hab's denn hier das schon wieder vergessen? Der war doch gestern schon wieder in München unterwegs, in Sachen Bahnhof. Ach, du lieber Himmel. Und mit Sicherheit wieder zum x-ten Mal umsonst. Das nutzt doch sowieso alles nix. Oh, das glaube ich wieder nicht, gell? Ja, man muss noch hartnäckig genug sein. Man muss den Herren von der Regierung so quasi so permanent und so lang auf den Wecker gehen, bis die Nosen gestrichen voll haben und sagen, gebt's doch denen endlich das Geld, dass die ihren Bahnhof renovieren können und wir wieder unsere Ruhe haben. Dämpfel, für das Amt wären eigentlich Sie die geeignete Person. Ja, sag ich doch. Aber lasst mich ja nicht. Naja, ich glaube ja, dass die Genehmigung des Projektes Bahnhof eher an gewissen hochtrabenden Plänen scheitert. Herr Meininger, Busterminal, ich bitte Sie. Wir brauchen einen ordentlichen, vorzeitbaren Bahnhof, wo man sich nicht gleich am Fuß bricht, weil man in ein Loch reintappt, und kein Busterminal. Liebe Frau Stadträtin, wenn wir das Projekt durchziehen, sprich, wenn die Gelder und die Genehmigung seitens der Regierung nach diesem jahrelangen Gerangel endlich auf dem Tisch liegen, dann... Dann kleckern wir nicht, dann klotzen wir. Ja. Wer sind wir denn? Ich wäre nominarisch, ich verstehe bloß Bahnhof. Ich brauch keinen Bahnhof, weder einen alten noch einen neuen. Weil ich fahre nämlich mit dem Radl. Ja, ja. Aber trotzdem muss ich jetzt bemerken, denn Sie wissen nicht, wovon Sie reden, gell? Traudl, das ist Politik und davon verstehst du nichts. Verkauf du weiterhin deine gelben Rüben und halt dich ansonsten aus der hohen Politik raus. Ja. Und du, Brieftrager, redst nicht so geschwollen daher, gell? So, meine Herren, Ende der Mittagspause. Jawohl, jawohl, die Dienstauffassung. Ja, ja, wir werden ja sicherlich in Kürze von unserem Herrn Bürgermeister über den Ausgang der Verhandlungen in München informiert werden. Moni, zahlen bitte schön. Ja, meine Herren, werden wir nicht viel zum Herrn kriegen, gell?
Also, servus beieinander. Man sieht sich, gell? Ja. Ja, halt mal, ja, Traudl, ich hab ja Post für dich. Du, ah, du bist aber früher dran. Ja, da, da. Ah, der Schwägerin schreibt, sie kommt auf Besuch. Aber das ist nicht wieder so ein fetten Kuchenbacher wie das letzte Mal, der so drei Tage im Magen ging. So was. Ja, was kann der Rudi denn dafür, dass er so schön ist? Was kann der Rudi denn dafür, dass er nicht will? Dieser Dimpfel. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich mag ihn. Was pressiert's denn so, Frau Stadträtin? Mein Gott, Herr Meininger, Sie haben ja keine Ahnung. Ich weiß ja oft gar nicht, wo ich zuerst hinrennen soll. Jetzt muss ich unbedingt noch die Unterlagen für die Sitzung von der Frauenunion heute auf Nacht fertig machen. Naja, und in einer Stunde, da trifft sie der Hausfrauenbund. Da muss ich natürlich als erste Vorsitzende auch vor Ort sein. Und. Glauben Sie es? Manchmal ist mir der Tag einfach zu kurz. Ja, wir haben alle unsere Aufgaben, gell? Auch ich muss mir diese Stunde am Mittag stehlen. Und diese unendliche Geschichte Bahnhof, die kostet mich so viel Zeit und Nerven, dass ich es keinem Menschen sagen kann. Und darum erlaube ich mir Ihnen diesbezüglich... Nein, bitte jetzt nicht, Herr Stadtbaumeister. Ich bin eh schon spät dran. Wiederschauen. 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 Ach, spinnen die Hähne. Und die Frau hat doch keine Ahnung, was überhaupt Sache ist. Mit welchen Schwierigkeiten und Querulanten wir uns rumschlagen müssen. Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass wir Frauen von nix eine Ahnung haben, gell? Da wäre ich nämlich grantig. Aber, das würde ich mir doch nie erlauben, liebe Frau Huber. An mir brauchen Sie den unwiderstehlichen Charme nicht verschwenden. Das nutzt bei mir nichts mehr. Ich bin für Sie schon zu alt. Also, ich bin jeder Frau gegenüber charmant. Und dann Frau Huber, dann sind Sie doch nicht alt. Nein, höchstens reif. Ja, überreif wie mein Gmiers. Nein. Nix für ungut. Aber... Die Frau Stadträtin ist doch schon eine sehr kompetente Frau, die sich um alles kümmert. Um zu viel, wenn Sie mich fragen. Haben Sie was gesagt? Nein. Also, es ist doch ganz wichtig, dass eine Frau im Stadtrat sitzt, die sich um unsere Belange kümmert und die auch durchsetzt. Mhm. Weil, ihr Mannsbrüder, ihr habt ja bloß noch einen damischen Bahnhof im Kopf. Wie? Nix für ungut, ja. Herr Stadtbeirat. Da, nehmen Sie einen Apfel mit in Ihr Büro. Auch wenn Sie ein gut aussehender Mann sind, machen wir es doch ein bisschen blass und nasenrum. Zeugt davon, dass Sie zu wenig Vitamine haben, wenn Sie den ganzen Tag an Ihrem Reisbrett hocken. Sitzen. Dankeschön. Auch für das reizende Kompliment. War nicht als solches gedacht. Oh Gott. Nein. Dieser Rudi Dimpfel liest ja doch tatsächlich meine Postkarten. He? Naja. Wenn mir jemand was Wichtiges zum Schreiben hat, dann muss er mir halt einen Brief schreiben. Fräulein! Hallo! Ah, der Reiser gibt sich die Ehre. Was darf's denn sein? Einen Kuss mit zartem Schmelz und leicht gesüßt. Ach, kann ich Ihnen heute leider nicht mehr anbieten. Musste wegen mangelnder Nachfrage aus dem Angebot genommen werden. Solche Sonderwünsche sind um diese Tageszeit leider abgestanden. Sprich, nicht mehr frisch. Ach, mein Fräulein, ich konnte leider nicht früher kommen. Ach, bedauere. Was kann ich Ihnen als Ersatz anbieten? Vielleicht ein liebevoller Blick garniert mit einem Sahnehäubchen? Ach, das stillt meinen Hunger nicht. Mich gelüstet nach mehr. Och, kann während der Dienstzeit leider nicht serviert werden. Zu aufwendig. Verstehe. Er könnte bestenfalls unter Erregung öffentlichen Ärgernisses fallen. Hä? Ja, was machen wir denn da? Tja, ja, jetzt gib ja schon endlich ein Bussel und bestell ein Cappuccino. Das ist ja nicht zum Aushalten. Sie kann es einfach nicht lassen. Sie hat es schon wieder belauscht. Ja, das ist ja auch kaum zu vermeiden, gell, wenn ich da drin bin. Also komm, ich schau weg. Ganz ruhig herschauen, Traudl. Von dir schauen wir uns nicht. Warum sollten wir uns schämen? Moni, komm her. Also, so schmatzen hättest du das auch wieder nicht brauchen. Sind Sie neidisch, hä? Oh, mein Burle, da kann ich ja nur müde lächeln. Und, was gibt's Neues seit gestern? Eigentlich nix. Ja doch, mit der Frau Oberlehrerin hatte ich mal wieder eine heftige Debatte. Ach, mit deiner Mutter? Wie gar nicht zwei? Ja, die fragt mich doch tatsächlich Tag für Tag wieder, was ich eigentlich an der Moni finde. Und? Was findest du an ihr? Ja,
Ja, das frage ich mich eigentlich auch. Ach so. Du, ich hab sie gefragt, ob mir nicht irgendwann mal ein neuer Spruch einfällt. Du, da ist die vielleicht narrisch geworden und hat gesagt, ich soll ihr nicht so freche Antworten geben. Sie sei ja schließlich meine Mutter und Pädagogin und hätte demnach eine examinierte Lebenserfahrung. Und was hast du dann gesagt? Nix. Ich hab gelacht und bin gegangen. Und jetzt bin ich da. Ach so, na, wie ich schon fast raus war bei der Tür, habe ich ihr noch zugerufen, sie soll doch mal im Stadtcafé bei dir ein Cappuccino bestellen. Dann wäre auch sie von deinem Liebreiz bezaubert. Du, reiß dieses Fenster auf und schreit, ich mag keinen Cappuccino. Das war's. Mei Gerd, so frech ist man aber auch nicht mit einer Frau Oberlehrerin. Red heute mal in Ruhe mit ihr. Ja, wart eine gute Stunde bei ihr ab. Du, die hört sie sehr, sehr selten. Komm, aber jetzt mach dir mal um meine Mama keine Sorgen, ja? Die will nur das Beste für mich. Und irgendwann wird auch sie erkennen, dass du und nur du das Beste für mich bist. Gerd, ich bin noch im Dienst. Ja. Ja, weiß sie denn überhaupt, dass ich studiere und da nur aushilfe? Nein, das weiß sie nicht. Sie soll dich so akzeptieren, wie du jetzt im Moment bist und nicht als das, was du irgendwann mal sein wirst. Oh. Das macht nicht so Gesichter, hä? Auch wenn du nicht ihre Erstbesetzung als Schwiegertochter bist. Hä? Da beiß ich mich schon durch. Pussy. Na, du hast halt schon zwei gekriegt. So, und jetzt gehst wieder. Ich hab da schließlich einen Job zu erledigen und werd nicht fürs Ratschen zahlt. Jawohl! Also, du bist ja schlimmer wie meine Mutter. Stimmt so. Oh, danke sehr, Herr Reiser. Halt! Eine Frage noch. Liebst du mich? Ja. Hast du vor mir schon mal einen Mann wie mich kennengelernt? Lass mich überlegen. Na, bevor du meinen Weg gekreuzt hast, war ich nur auf Nieten abonniert. Zufrieden? Ja, also fürs erste Mal. Also, warte, tschüssi. Und wirf mir ja kein Auge auf fremde Männer, verstanden? Versprochen. Ich schau jeden nur kurz an, wenn er die Bestellung aufgibt. Passen Sie ein bisschen auf Sie, hä? Nein, ich habe sonst nichts anderes zum tun. Ja. Ah, das ist ein Vögel. Gut, Herr Hubert. Hey, hey, hey! Großes Glückchen! Macht ja die Leute zusammen. Geh, Sie gehören doch nicht zu den Leuten. Was? Sie sind ja bloß der Bürgermeister. Ach, so meinst du, ja. Musst schon ein bisschen aufpassen. Ja, das nächste Mal. Was ist Bürgermeister? Herr Bürgermeister, so viel Zeit muss sein. Du, Herr Bürgermeister, ja, kriegen wir jetzt einen neuen Bahnhof? Oh, mein Michi, das wenn schon raus war. Weißt, die Herren von der Regierung, wenn die ihr Geld rausrucken sollen, dann winden sie sich wie die Regenwürmer. Keine. Die an der Angel von meinem Opa winden sie auch immer. Ja, mein Lieber, aber den habe ich einen Krach geschlagen gestern in München, das kannst du mir glauben. Ja, da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, und dann habe ich die ganze Nacht noch mal die Fakten durchgenommen. Hm? Das verstehst du sowieso nicht. Sowieso nicht. Auf alle Fälle bin ich fix und fertig, das kannst du mir glauben. Die ganze Nacht? Ja. Ha, das glaube ich. So war ich auch fix und fertig. Nein. Ja, was ist denn das schon alle fort heute? Fräule, ist ja schon Nachmittag. Ach so. Und? Gibt's was Neues? Oder war die Reise wieder mal für die Katz? Was für eine Katz? Ach so. Für die Katz kann man eigentlich auch nicht sagen. Aber Sie wissen ja, Herr Bürgermeister, eigentlich interessiert mich das nur minimal. Weil ich... Sie fahren mit dem Radl, ich weiß schon. So, aber ein Tassel Kaffee muss jetzt schon drin sein. Also, ein Apfel war gesünder, gell? Später, Frau Huber. Sie kommen schon noch zu Ihrem Geschäft. Zu meinem Geschäft? Sie sind gut. Ich schenke Ihnen den Apfel doch jeden Tag. Was? Ach so. Ah, Herr Bürgermeister, Grüß wie Sie, immer. Wie immer, Moni. Und frag mich jetzt bitte nicht, was ich in München drin erreicht hab. Ich denke ja gar nicht dran. Ich frag Sie einfach, fließen jetzt endlich die Gelder für unseren Bahnhof? Also auf den Mund gefallen bist du nicht gerade, Moni. Aber ich kann dir sagen, dieses Wort Bahnhof, das steht mir inzwischen bis da. Also nicht? Ja, nicht direkt. So weit war aber, glaube ich, schon vor ein paar Jahren. Ja, mein Lieber, irgendwann kennen sie mich alle miteinander. Ich mein, gib ich auf. Sie doch nicht, Herr Bürgermeister. Wir brauchen ganz einfach einen neuen, schönen Bahnhof. Ja, das sind wir unserem Ruf als aufstrebende Stadt schuldig. Ja,
Der alte verhaut die Bahnhof. Jetzt sind Sie mir nicht böse, Herr Bürgermeister. Aber der schaut ja aus, wie wenn wir im Wilden Westen wären. Also, so brauchst du jetzt auch nicht übertreiben. Wilder Westen. Aber trotzdem, Moni, schau, sogar dich, einen jungen, großzügig denkenden Menschen, stört dieser untragbare Zustand. Eigentlich nicht. Ich komme nicht raus zum Bahnhof. Ah, interessant. Ja, aber man hört ja schließlich seit Jahren nichts anderes nicht. Naja, du hast wenigstens deine Meinung. Bleib dabei, Moni. Sowieso. Herr Bürgermeister, was ich mir überlegt habe, vielleicht sollte man mal eine Bürgerinitiative starten. Naja, im Prinzip keine schlechte Idee. Aber glaubst du, dass das einen in der Regierung interessiert? Das war dann höchstens wieder ein neuer Berg Papier. Moni, bitteschön, ändert man das Thema, du weißt. Ich weiß, das Wort Bahnhof steht Ihnen bis da. Das ist eine Zumutung, ja, ein Schandfleck. Jetzt geht ab, jetzt ist deine Geduld zu Ende. Moment, Herr Pfarrer, warum denn gar so präsent? Das trifft sich gut. Wo kommen Sie denn her und wo wollen Sie hin? Ja, zu Ihnen will ich. Und kommen tu ich vom Bahnhof. Nein, nicht schon wieder. Wenn ich nicht ein Gottesmann wäre, sondern ein ganz normaler Bürger dieser Stadt, dann würde ich Ihnen jetzt einmal ganz unverblümt meine Meinung über diesen unaussprechlichen Schandfleck sagen. Aber ich bin, wie schon gesagt, in meinem Amte genötigt, in Demut und Bescheidenheit über all den weltlichen Widrigkeiten zu stehen, um mich nicht ungehalten über gewisse Zustände zu äußern, ja, die zweifellos auch gar nicht meine Probleme sind. Aber ich bin neben der Geistlichkeit auch ein Mensch. Und dem stinkt's ganz gewaltig. Eine einzige Katastrophe ist dieser sogenannte Bahnhof. Eine unglaubliche Zumutung für alle, die genötigt sind, diese Einrichtung täglich zu benutzen. Ach, der Herr möge mir verzeihen. Ja, so anstrengend ist nicht einmal meine Sonntagspredigt. So hab ich mich jetzt aufgeregt. Amen. Ja, mein Gott, Herr Pfarrer, dann reden Sie ja noch heute nicht so auf. Lassen Sie den Herrgott aus dem Spiel, Herr Bürgermeister. Und ich will mich aufregen. Ja, das tut gut, das erleichtert. Auch ein Pfarrer hat einmal das Recht, sich ganz unchristlich aufzuregen. Selbstverständlich. Ja, und wütend zu sein. Aber sicher, Herr Pfarrer. Ich verstehe bloß nicht, warum Sie so in Rage sind. Ja, ich verstehe es ja selber nicht. Aber wie ich heute vor diesem vergammelten Bauwerk standen bin. Was ist? Da ist eine unglaubliche Wut, die mir hochstinkt. Jetzt frage ich Sie, Herr Bürgermeister, sind wir eine arme Stadt? Nicht direkt. Auch nicht indirekt. Ich sage, wir sind eine der wenig gut gepolsterten, ja, ach, Kommunen. Und warum, frage ich Sie, Herr Bürgermeister, müssen wir dann auf den Knien rumrutschen? Um jeden großen Betteln? Warum zahlen wir uns einen neuen Bahnhof nicht selber? Verdammt noch einmal! Weil ich das verdammt noch einmal nicht einsehe. Nicht fluchen! Du hast doch selber droht. Ansatzweise wenigstens. Sagen Sie mal, warum schreien uns wir eigentlich an? Ja, weil wir Menschen sind. Ah, ja. Und keine Heiligen. Immer nur sanft. Und gütig zu sein, das ist vielleicht mit der Zeit anstrengend. Also, Friede. Friede, Herr Pfarrer. Aber dann wollen wir es doch in Zukunft mit dem schönen alten Sprichwort halten, das da lautet Mutterkirche und Vaterstaat. Und wer hat in einer ordentlichen Familie das Sagen? Ich meine, wer schafft an? Ja, der Vater. Leiter, in diesem Fall Leiter. Ja, Gott sei Dank. Die Mutter ist in den meisten Fällen die Klügere, ja, und die Diplomatischere. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja. Herr Bürgermeister, ich werde versuchen, mich aus der Politik herauszuhalten. Aber versprechen kann ich das nicht. Moni? Herr Pfarrer? Gibt's da vielleicht auch ein Weißbier? Ja, selbstverständlich. Wollen Sie alkoholfreies? Was ist los? Es geht auf mich, Moni. Vergelt's Gott. Sag's mal, Herr Pfarrer, was macht denn eigentlich der neue junge Kaplan? Der Herr wird auch diesen Kelch an mir schadlos vorübergehen lassen. Oh, oh, oh. So schlimm? Na, nicht schlimm, aber nervend.
Ja, er kommt halt aus dem hintersten Afrika und wütet jetzt unter unseren lieben Gläubigen mit ungebremster Missionarstätigkeit. Naja, in seinem Eifer, da schießt er halt ein bisschen über das Ziel hinaus. Aber ich werde ihn schon dahin kriegen, wo ich ihn hinhaben möchte. Gell, Molly? Ich weiß zwar nicht, wovon Sie reden, Herr Pfarrer, aber Sie haben sicher wie immer recht zum Wohlsein. Ja, ich muss jetzt weiter. Herr Pfarrer, man sieht sich. Es wird sich nicht verhindern lassen. Ja. Frau Huber. Ja. Das obligatorische Apfel. Ja. Gell? Dankeschön. Moment, Frau Huber. Schauen Sie her. Ein kleines Dankeschön. Sagen wir fürs letzte halbe Jahr. Sagen wir lieber für die letzten 4 Wochen. Was? Aber nichts für ungut. Ich habe die Äpfel ja gern geschenkt, gell? Für Gott, Herr Bürgermeister. Für deine Gruppe, Frau Huber. Herr Pfarrer, Wiederschauen. Wir haben in der Kirche einen wunderschönen Opferstock. Und ich habe in meiner Küche ein wunderbares Sparschwein. Sagen Sie mal, Herr Pfarrer, kann nicht eigentlich die Kirche mal was zu dem neuen Bahnhof beisteuern? Oh, ich werde mich hüten, Gelder der Kirche für weltliche Zwecke zu veruntreuen. Ja, außerdem ist unser Taufbecken leck und bedarf dringend einer Restaurierung. Da ist doch das Weihwasser schon rausgerunnen, wie ich meinen Toni hab taufen lassen. Und der ist jetzt selber schon Vater. Also wir die Kirche scheuen seit Jahren keine Kosten und keine Mühen, dieses ehrwürdige alte Gefäß in der Kirche immer wieder neu restaurieren zu lassen. Ja, ein bisschen Gips hat's reingeschmiert. Also, reden Sie Unwürdige nicht von Dingen, die Sie nicht versteht und deren Tragweite Sie nicht überblicken kann. Schön haben Sie gesprochen, Herr Pfarrer. So geschliffen und präzise wie bei der Predigt. Aber Sie sitzen bei uns auf dem Marktplatz und lassen Sie ein Weißbier schmecken. Traudl Huber, wenn ich Sie nicht schon so lange kennen würde, dann... Was war dann, Herr Pfarrer? Dann würde ich Ihnen diese Ungehörigkeit auch verzeihen. Ja, weil ich Sie mag. Sehen Sie, Herr Pfarrer. Und ich mag Sie auch. Oh, das ist gut, das ist gut. Wir Menschen sollen einander lieben. Ach, wie ist die Welt und dieser Tag doch schön. Ich danke dir, Herren. Amen. Bin schon da. Bin schon da. Bin ich zu spät? Das sind Sie doch alleweil. Ich bin da. Geben Sie mit Ehre. Setzen Sie sich zu mir, Eure Hochheit. Geht, hören Sie doch auf. Ich sag's Ihnen, nie mehr mach ich einen Faschingsprinz. Der verfolgt mich noch bis an mein Lebensende. Oh, und Sie waren so ein schöner Prinz. Ich träume heut noch davon. Hören Sie doch auf. Eigentlich wollte ich ja nur unseren Bürgermeister fragen, was er in München erreicht hat. Er weiß ja was. Ja, ich weiß, dass ihn auf dieses Thema besser nicht ansprechen. Ah, alles klar. Das hätte mich auch gewundert. Bei mir läuft zurzeit auch nicht so besonders. Die Leute wollen einfach keine Versicherungen mehr abschließen. Oh, das wundert mich aber. Also ich darf alles bei einer abschließen. Wenn es mir nicht schon jede Versicherung, die es überhaupt gibt, schon aufgeschwatzt hätten. Nein, so schlimm ist es ja auch nicht. Herr Ritter, was haben Sie denn da in Ihrem Beutel? Da riecht so verdächtig gut raus. Das sind bloß ein paar Würstel für meine speziellen Freunde. Ach, du liebe Zeit. Jetzt fuhrt er wieder die Köter von der ganzen Stadt durch. Nein. Hunde sind ja die besten Freunde der Menschen. Ja. Und schon allein aus Dank dafür, dass mich noch keiner von Ihnen bei meinen Besuchen ins Wadel bissen hat, kriegt da jeder von Ihnen sein Würstel. Aha. Also Bestechung? Nein, Freundschaft. Ja, innige Freundschaft. Also, eine Wurst ist für den Bello. Eine Wurst ist für die Flocke. Der Query, der kriegt 2, weil er doppelt so groß ist. Und der Wastel, der kriegt eine Weißwurst, die mag er besonders gern. Und der Schlamper, der... Hört's auf, sonst schlapp ich noch zu. Heißt es nicht schon auch in der Bibel, was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, habt ihr mir getan?
Moni, zahlen! Ja, das zahle ich, Herr Pfarrer. Das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, das sind Bibelsprüche. Außerdem bin nur ich dafür zuständig. Kriegen's auch was, Herr Leder? Nein, Moni, heute nicht. Herr Pfarrer, ich begleite Sie ein Stückerl, wenn's recht ist. Was hast du auf dem Herzen, mein Sohn? Ja, also mir geht ja da schon lang was im Kopf um. Ja, 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 wie du deinem lieben Vater vielleicht eine Versicherung aufs Auge drücken kannst. Was? Nein, also so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Aber um ehrlich zu sein, Herr Pfarrer, unsere Kirchengemeinde, die ist ja in einigen Bereichen eindeutig unterversichert. Ja, jetzt denken Sie doch nur einmal an den durchaus möglichen... Herr! Warum schickst du mir an diesem herrlichen Tag noch eine zweite Prüfung? In Form eines aufdringlichen Versicherungsvertreters? Nein, Herr Pfarrer, so können wir ja nichts mehr. Einladen wollte der Pfarrer alle, aber zahlen wohl keiner. Tada, die Post ist da. Ach, das ist gut, dass du gerade kommst. Da kannst du mir gleich die Postkarten mitnehmen und einschmeißen, gell? Was? Ich bin schon fertig für heute. Ach, geh, du fährst doch direkt zurück und am Postkasten vorbei. Und damit du mich nicht fragen musst, was draufsteht, liest du es am liebsten gleich selber, gell? Also, Traudl, dein Misstrauen trifft mich ganz arg. Da, keinen Blick werf ich drauf. Da? Aber jetzt bin ich fertig für heute. Vierte, gell? So was. Schau dir den noch an. Spielst ja doch glatt den Beleidigten. Grüß Gott, Frau Oberlehrerin. Wenn Sie die Moni suchen, die ist da drin. Grüß Gott, Frau Huber. Wer sagt Ihnen denn, dass ich das Fräulein Moni suche? Mein Gefühl. Aber jetzt setzen Sie bitte wieder nicht den oberlehrerischen Gefrierschrankblick auf. Wollen Sie da hinsetzen? Oder kommen Sie ein bisschen zu mir rüber zum Ratschen? Ich wüsste nicht, was wir zu besprechen hätten. Ich schon. Moni! Da wissen Sie mehr als ich. Jetzt kommen Sie schon her, oder soll uns der ganze Marktplatz zuhören? Bei was? Bei dem, was ich Ihnen jetzt im Vertrauen zu sagen habe. Also, die Moni interessiert mich überhaupt nicht. Natürlich interessiert sie die Moni. Jetzt passen Sie auf. Die Moni ist ein braves, ein ordentliches, ein ganz anständiges Mädel. Und dazu ist sie... Hat mir jemand gerufen? Ja. Die Frau Oberlehrerin, die hätte gerne einen Kaffee. Ja, selbstverständlich. Koffeinfrei. Ja, woher wissen Sie denn das? Sieht man. Frau Huber. Wollen Sie da Platz nehmen? Oder da, Frau Oberlehrerin? Reiser genügt. So, bitteschön, Frau Reiser. Danke. Ach, nehmen Sie doch einen Augenblick Platz, Fräulein Moni. Warum ich eigentlich da bin, haben Sie einen Süßstoff? Selbstverständlich. Wir Frauen haben beschlossen, dass nun wir die leidige Sache mit dem Bahnhof in die Hand nehmen. Wir wollen dort, natürlich unseren Möglichkeiten entsprechend, einige positive Veränderungen vornehmen. Rein optisch gesehen, verstehen Sie? Ja, und da wollte ich nun fragen, ob wir vielleicht auch mit Ihrer Mithilfe rechnen könnten. Zumindest was einige brauchbare Ideen betreffe. Ideen meinen Sie, wie man den Bahnhof so ein bisschen aufmöbeln könnte? Ja. Ja, da muss ich mal nachdenken. Tun Sie das bitte. Wenn schon die maßgeblichen Männer unserer Stadt nicht in der Lage sind, praktische Fakten auf den Tisch zu bringen und zu handeln, ja, da wäre es doch gelacht, wenn wir Frauen nicht auch einen produktiven Beitrag leisten könnten. Frau! Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung, Frau Reiser. Wir haben da schon mal an einen Blumenschmuck gedacht. Schönen Blumenschmuck. Aber wie gesagt, wenn Sie eine bessere Idee hätten? Ja, ich werde mich bemühen. Das wäre doch gelacht. Also, Traum. Was, so geschert hast du ja auch nicht schreien, Traum. Wenn dir mein Kuchen nicht passt, dann bleibst du nächstes Mal daheim. Geh, sowas schreibt man doch nicht der Verwandtschaft. Also, ob ich es nicht gewusst habe? Nein! Ich hab euch ganz was Wichtiges zum sagen. Was du uns? Stellt euch vor, was mir der Bürgermeister vorhin gerade höchstpersönlich erzählt hat. Dir? Ja, ich versteh's zwar nicht so ganz, aber er hat gesagt, er hat's in München drin richtig krachen lassen. Und jetzt ist er fix und fertig, weil er die ganze Nacht
durchgemacht hat. Sie Gescheitheitsverwalter, dieser Plan liegt der Regierung seit Jahren vor. Ja, dieser Bahnhof da auf dem Papier ist quasi ein reiner Musterbahnhof. Ja, auf dem Papier. Ja. Ein Kilo Tomaten bitte, noch, ja. Da schauen Sie mal her. Da. Da, das ist ein Musterbahnhof, vier angeschlossen, Post, Spedition, das ist eine totale Umstrukturierung. So ein Schmarrn. Das wär's dann, Bruder. Ja. Ach, warum unterhalte ich mich eigentlich mit Ihnen? Ja, weil wir normalen Bürger halt auch nicht ganz blöd sind, oder? Ja, genau. Ja. Entschuldigung, das war nicht so gemeint, aber ich hab doch alles schon 100.000 Mal auf den Tisch gelegt und erklärt. Ja, also, Herr Stadtbaumeister, wenn ich Ihnen mal ganz im Vertrauen meine persönliche Meinung sagen darf, bitte. Ja, wenn's unbedingt sein muss. Also, lass das auf. Ich weiß, woran das Scheitern unserer großen Pläne liegt. Ja? Ja, ja. Ja. Weil die Herren in München drin und erst recht denen in Berlin drum unser Anliegen einen feuchten Staub kümmert. Genau so ist es, ja. Genau. Die ist doch so ein kleiner Ort auf der Landkarte viel zu unwichtig. Verstehen Sie das? Also auf Deutsch gesagt, wurscht. Die schirmen ihre großartigen Pläne, was aber von einem Schreibtisch zum anderen. Weil sie nichts anderes sind als wir Paragrafenscheißer. Aber Frau Huber. Ja, aber wenn's doch stimmt. Wisst ihr, was denen am allerwichtigsten ist? Die Pflege eines rentenorientierten Schonverhaltens. Jawohl, nur nicht überanstrengen. Das ist die oberste Devise von denen. Bravo! Ja, Dämpfel, Dämpfel. Lass uns diese Meinung ja niemanden hören. Naja, die Herren kommen einmal wieder nicht. Naja, da werde ich halt ins Büro. Meine, warten Sie. Sie, ich hab doch nur ein paar hochbrisante Insider-Informationen, ja? Aber die zu berichten, sind mir nur möglich, wenn der Bürgermeister persönlich nicht anwesend ist. Klingt ja hochinteressant. Ja, ist er. Naja, gut. Sagen wir in einer halben Stunde? Ja, ich muss mich jetzt im Büro sehen lassen. Herr Staatsbaurat! Frau Huber? Was reißen denn da für neue Sitten ein? Sie haben ja heute noch gar nicht mit mir geflirtet. Ja, na sowas. Ja, wie hat mir denn sowas nur passieren können? Wo Sie doch heute halt so fesch sind. So hübsch, frisch und gesund. Also, Sie könnten glatt als Fotomodell in jede Illustrierte passen. Sagen Sie eher in der Apothekerzeitung. Nein. Und reicht es für heute an Komplimenten? Ja, besser wie nix. Und außerdem, haben Sie mir nicht erst kürzlich signalisiert, ich müsste mich bei Ihnen mit Komplimenten gar nicht mehr verausgaben? War ein Irrtum. Aha. Da, nimm einen Apfel mit. Und für gut, gell? Dankeschön. Wiederschauen. Ja, sag einmal. Schämst du dich gar nicht, hä? Schäkert's doch mit diesem Guckel umeinander, der grundsätzlich von gar nichts halt macht. Du wirst ja auch nicht unverschämt, gell? Was heißt denn da gar nichts? Bin ich vielleicht gar nichts? Du kannst vielleicht ein bisschen freundlicher und charmanter sein zu einer Dame. Von welcher Dame sprichst du denn? Im blätter Herren bist du wirklich unschlagbar. Also gut, wenn du an einer gepflegten Unterhaltung mit mir nicht interessiert bist, dann halt nicht. Ich kann mir meine Zeit auch sinnvoller vertreiben, gell? Ich geh zum Angeln. Was? Das ist ja ganz was Neues. Wieso gehst denn du zum Angeln? Das kann ich dir genau sagen. Weil Fische halten wenigstens die Klappe. Das ist doch nicht zu fassen, hä? Wenn ich bald was passiert, was mir aufheitert, dann mache ich meinen Stand zu. Jesus! Da kommt ja der Michi, mein Freund! Hallo, Michi! Jesus, der hört ja wieder nichts. Und wie der, wie das seine Füße zueinander haut. Wollt ihr euch ins Korner, hä? Hallo, Michi! Ah. Nicht so schreien! Ja, soll ich gleich tot umfallen, hä? Ja, darf ich mal? Ja, für alle. Ach, du lieber Himmel. Geil, gell? Hä? Cool, gell? Geil, ja! Kann man das ein bisschen leiser machen? Nein, dann hör ja nichts mehr. Da wärst ja Tore, glaubst du das? Bin ich schon. Also, was kriegst du, Michi? Der hört ja wieder nichts. Tu doch mal das Ding aus dem Ohr!
und dann redst mit mir. Und wenn wir fertig sind, dann kannst du es wieder leid tun. Hey, und meine Frau Huber, sind Sie uncool. Das war jetzt gerade so ein lässiges Stein. Was kriegst du? Oh, was hat jetzt Oma gleich wieder gesagt? Kilo Bananen. Kilo Bananen. Nein, Kirschen. Kirschen. Oder waren es vielleicht? Also jetzt komm, jetzt denk einmal scharf nach. Ja, schärfer geht nicht. Jetzt weiß ich's. Birnen. Na also, siehst das, wenn man nachdenkt, ja. Birnen. Dann macht die Oma halt ganz gewiss ein feines Birnenkompott. Genau, ein Birnenkompott. Birnenkompott. Nein, das hat's nicht gesagt. Jetzt weiß ich's. Ein Apfelstrudel macht's. Da braucht doch Äpfi, Michi! Ach, meine liebe Zeit, das Damengeschwader naht! Wisst ihr was? Soll ich Ihnen was sagen, Frau Reiser? Ich bin einfach überglücklich. Zu diesem Überschwang besteht eigentlich noch kein Anlass. Noch ist alles erst auf dem Papier festgehalten. Und das sind die Pläne unseres Herrn Stadtbaumeisters ja schließlich auch schon seit Jahren. Ja, ich war aber schon beim Gärtner. Was? Die Pflanzkübel und Tröge sind bereitgestellt. Vielleicht sollte man auch noch an ein paar Blumenampeln denken. Nicht übertreiben, bitte. Dazu müssten ja schließlich erst mal die Aufhängevorrichtungen angebracht werden. Darf ich da vielleicht auch nicht drin? Freilich. Schauen Sie her, Frau Huber, da habe ich eine Skizze gemacht. So in etwa sollte die Bestückung mit Blumen ausschauen. Hä? Vom Bahnhof. Das ist unser alter Bahnhof. Das schaut ja wunderbar aus. So bunt und so viele Blumen. Sie sind direkt eine Künstlerin, gell? Papier ist ja bekanntlich geduldig. Jetzt nehmen wir es mal doch nicht die ganze Freiheit. Und der Gärtner hat auch gesagt, dass der Blumenschmuck das Erscheinungsbild vom Bahnhof erheblich aufwerten wird. Muss er ja sagen. Er verdient ja auch nicht schlecht dran. Wobei ich bemerken muss, dass wir gar nicht so viel Pflanztröge aufstellen können, dass wir den ganzen Dreck dahinter zusammenkehren können. Genau das ist der Punkt. So, und jetzt sollen unsere gescheiten Herren gefälligst einmal einen Pinsel in die Hand nehmen. Das kann doch wirklich nicht so schwierig sein. Und mit der Farbe, da sollst du dann die Löcher zuschmieren, die wahrscheinlich nur von den Kanoneneinschlägen aus dem 30-jährigen Krieg stammen. Natürlich wieder keiner da. Wir sind da, Herr Bürgermeister. Ja, setzen Sie sich doch bitte einen Augenblick. Eigentlich habe ich ja ein Treffen mit dem Stadtbaumeister und dem Herrn Lederlaus gemacht. Der eine ist schon wieder weg und der andere war noch nicht da. Herr Bürgermeister, ja. Jetzt nehmen Sie einmal einen Moment für uns Zeit. So. Was sagen Sie dazu? Na ja, ganz nett. Und was soll das sein? Ja, unser Bahnhof! Was? Mit dem von uns in Auftrag gegebenen Blumenschmuck. Ja. Wie bitte? Setzen, Degner! Ja, du warst ja schon in der Schule nicht immer der Schnellste im Begreifen. Also, wie bereits angekündigt, haben wir Frauen, sprich die Frau Stadträtin und ich, die Ausschmückung unseres Bahnhofs mit Blumen in die Hand genommen. Weil bis ihr Herrn einmal was auf die Reihe bringt, das erlebt ja keiner. Ja, aber... Kein Aber, alles bereits in Auftrag gegeben. Grüß Gott. Ah, Moni. Später. Und der Gärtner hat sich auch sehr positiv über unsere Aktion geäußert. Kunststück. Möchte nicht wissen, was der da drauf verdient. Steht alles auf der Rechnung, die wir Ihnen, das heißt der Stadt, nach Erledigung des Auftrags zukommen lassen. Also dagegen protestiere ich ganz entschieden. Zumindest möchte ich da als Bürgermeister vorher gefragt werden. Setzen, Degner! Es kam von deiner Seite Entschuldigung, von Ihrer Seite, Herr Bürgermeister, keinerlei Einwand, als wir dieses Thema bei der letzten Sitzung vorgetragen hatten. Ja, weil uns ja auch nie, beziehungsweise nur ganz selten jemand zuhört, wenn wir was zum Sagen haben. Selber schuld. Richtig. Somit haben wir Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Richtig. Und jetzt setzen wir auch noch voraus, dass sich unter den Herrn Stadträten und sonstigen Herren eventuell einige finden, die bereit wären, ihren Pinsel, einen Pinsel zu schwingen und damit an die Verschönerung unseres Bahnhofs gehen. Genau, damit dann unser Blumenschmuck so richtig schön zur Geltung kommt. Ja, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wie stellt's euch hier das vor?
Ich stell mich doch da nicht. Das ist ja ein unüberschaubares Gelände. Da braucht ja ein gelernter Malerdruck mindestens, wenn nicht noch länger. Setzen, Degner! Es wird doch wesentlich leichter sein, so ein bis zwei Wochenenden mal Ihren Pinsel... Einen Pinsel! Einen Pinsel zu schwingen, als jahrelang kluge Reden. Ja, also ich muss mir das erst einmal überlegen. Und nötigenfalls eine außerordentliche Sitzung einberufen. Tun Sie das! Ja. Außerordentliche Sitzung! Wegen ein paar Blärmen. Ein paar Blärmen. Das sind ja mindestens eins, zwei, drei, mindestens 10 bis 12 Pflanztrüge. Ja, unser Bahnhof ist zwar nicht schön, dafür aber lang. Sehr lang. Und wer bitte, frage ich die ach so gescheiten Damen, wer soll dann diese Tröge gießen? Der Stadtbaumeister vielleicht? Oder der Herr Dimpfel? Oder haben die Damen am Ende an meine Wenigkeit gedacht? Aber Herr Bürgermeister, das würden wir Ihnen doch niemals zumuten. Ja. Das macht unser Gärtner. Gegen Bezahlung, selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Also ich gehe jetzt wieder. Und Sie sollen nie mehr setzen zu mir. Nicht mehr nötig. Ich habe alles gesagt, was zu sagen war. Ja, Gott sei Dank. Ach, noch was. Was denn noch? Wenn Sie schon eine außerordentliche Sitzung einberufen, dann machen Sie sich doch bitte kundig, was eine neue Betäfelung bzw. die Entfernung einer alten kosten würde. Denn diese hässlichen Löcher sehen ja wirklich aus wie Kanoneneinschläge aus dem 30-jährigen Krieg. Genau. Aber, Herr Bürgermeister, ich muss jetzt schon einmal klarstellen, dass wir Frauen grundsätzlich nicht an ihrer Kompetenz zweifeln. Wir wissen ganz genau, wie sehr sie sich in den letzten Jahren um eine Klärung in Sachen Bahnhof bemüht haben und dass all ihr vergebliches Ringen schlussendlich an höherer Stelle gescheitert ist. Oh, verbindlichsten Dank, Frau Mader, dass wenigstens Sie noch ein gutes Haar an mir lassen. Ich wäre sonst in der Tat ein gebrochener Mann wieder schauen. Aber jetzt heftig, hä? Aber nötig. Ich weiß nicht. Mir tut jetzt direkt ein bisschen leid. Ja, schon gut. Wir brauchen deshalb aber nicht unbedingt in Tränen auszubrechen. Er wird es schon überleben. Ja, vielleicht bleiben ja die Männer von der Malerei verschont. Ich muss einmal das Fräulein Moni fragen, ob sie uns mit einer guten Idee weiterhelfen kann. Ist es nicht die Freundin von ihrem Sohn? Das tut im Augenblick nichts zur Sache. Setzen Sie sich bitte wieder, Frau Mader. Ach, und unsere liebe Frau Huber hat wieder Ohren so groß wie eine Satellitenschüssel. Oh, als ob mich das interessieren darf. Die Damen wünschen für mich ein Wasser, bitte. Zwei, bitteschön. Selbstverständlich. Das Mädchen scheint in der Tat nicht ganz unsympathisch. Ausgesprochen reizend, darf ich sagen. Sie übertreiben, Frau Stadträtin. Auch dazu neigen Sie überhaupt häufig. So, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. So, bitteschön, die Damen. Danke. Danke. Nehmen Sie doch einen Augenblick Platz, Fräulein Moni. Ja. Haben Sie sich schon in besagter Angelegenheit Gedanken gemacht? Selbstverständlich. Also, unter meinen Studienkollegen ist ein junger, sehr talentierter Künstler. Was Sie studieren? Kunsterziehung und Geschichte. Ja, jetzt bin ich aber baff. Und ich dachte immer... Ich wäre eine Bedienung. Den Job da mache ich in die Semesterferien. Also, was ich sagen wollte, eben dieser Studienkollege hat schon ein ganz tolles Wandbild in der Aula von unserer Uni gemalt. Der darf bestimmt aus die Löcher in der Wandvertäfelung was Originelles zaubern. Natürlich zu einem sehr günstigen Preis. Oh. Ja, auf alle Fälle billiger wäre eine neue Wandvertäfelung. Ja, das klingt ja wirklich nicht schlecht. Moni, diesen jungen Mann stellen Sie mir unbedingt rasch vor. Ja, was ist denn das? Meine ach so gestrenge Mutter in einem angeregten Gespräch mit dem Fräulein Moni? Ja, und um welchen jungen Mann geht's denn bitte? Setzen, Gerd. Aber ich habe doch bloß gesagt... Setzen, habe ich gesagt. Schon als kleiner Bub hast du dich immer in die Gespräche der Erwachsenen gemischt. Ich habe etwas mit dem Fräulein Moni zu besprechen. Und zu gegebener Zeit wirst du schon noch erfahren, worum es geht. Du kannst übrigens deinen Mund wieder zumachen. Sieht nicht sehr intelligent aus. Ich erkläre das gleich, Gerd. So, Fräulein Moni, Sie arrangieren das alles? 1,80 bitte. Und schauen Sie bitte, dass alles rasch über die Bühne geht, bevor uns der Herr Bürgermeister wieder Schwierigkeiten macht.
Ach, ich freue mich schon darauf, wenn unseren Herren die Augen übergehen werden, was wir Frauen aus unserem Bahnhof gemacht haben. Also ich verstehe bloß Bahnhof. Macht nichts, mein Kleider. Kommen Sie, Frau Stadträtin, es gibt noch viel zu tun. Jawohl, packen wir es an. Frau Moni, wir verlassen uns Sachsen, gell? Wiederschauen. Also, Gerd, das ist ja so. Deine Mutter... Ach so. Ja, jetzt dämmert's mir. Du verbandelst dich hinter meinem Rücken mit meiner Mama. Was heißt denn da verbandeln? Sie hat mich vor ein paar Tagen mal kurz angesprochen. Übrigens sehr freundlich. Warum erfahre ich das nicht? Ja, weil du nicht da warst. Du, ich hab euer Handy. Ja, klar. Ich werde dich um Erlaubnis bitten, ob ich ein paar Worte mit deiner Mutter reden darf. Jetzt geh mir bitte nicht das Wort im Mund um, du. Du weißt ganz genau, dass mir seit Wochen das Hirn zermartert, wie es meiner Mama schonen beibringt, dass wir zwei... Du weißt schon. Und derweil macht sie schon längst gemeinsame Sache mit ihr. Hinter meinem Rücken. Du weißt, wie ich das finde, hä? Jetzt sei doch bitte nicht kindisch. Und hör auf mit deinem hinter meinem Rücken. Deine Mutter war da und wir haben kurz ein paar Worte miteinander geredet. So, so. Ja, und um welchen jungen Mann geht's denn bitte, wenn ich fragen darf? Um einen Studienkollegen, der ein paar Bilder an und in unserem wunderbaren Bahnhof pinselt. Ja, zur Verschönerung. In unserem Bahnhof? Das ist reine Zeit- und Farbverschwendung. Und überhaupt, seit wann ist denn unser Bahnhof eigentlich Angelegenheit von euch Frauen, hä? Seit jetzt. Das heißt ab sofort. Weil wir Frauen nämlich begriffen haben, dass außer heißer Luft rein gar nichts von euch Mannsbildern gekommen ist. Und ihr glaubt also, dass ihr das Problem so schwuppdiwupp mit irgendeinem pubertierenden Studenten, der ein bisschen an die Wände rumschmiert, zu aller Zufriedenheit lösen könnt, oder? Wer weiß, was euch noch alles einfällt. Ja. Und meine Freundin mischt natürlich kräftig mit. Sehr richtig. Was dagegen? Und ob ich was dagegen hab? Und warum, wenn ich fragen darf? Weil... So halt! Basta! Das ist ja wirklich ein überzeugendes Argument. Aber die große Klappe riskieren. Weißt was? Jetzt sag ich dir mal was. Du bist keinen Deut besser als all die anderen Machos, die glauben, die Welt dreht sich überhaupt nur, weil sie in allem ihre Finger mit drin haben. Und jetzt sag ich dir nur mal was. Setzen! Die Welt darf sich noch viel reibungsloser drehen, wenn ihr Mannsbilder nicht in alle mitmischen würdet. Da könnte ich dir zigtausend Beispiele nennen, auch aus der jüngsten Vergangenheit, mein Lieber. Also das ist ich doch... weiß selber, dass ein bisschen Farb und ein paar Pflanzenkübel keine großartige Sache sind. Na? Aber es ist zumindest ein Anfang, dass überhaupt was passiert. Und dass das Wurst, deine Mutter ist eine großartige Frau. Das weiß ich auch selber, ohne dass du mir das sagst. Dann ist sie gut. Und eines sage ich dir, Feige, kein Wort rede ich mehr mit dir. Aus, vorbei. Ignorant. Emanze. Haben Sie das jetzt gesehen, Traudel? Mhm. Und Kehr da. Gut habt ihr das gemacht. Alle zwei, gratuliere. Ja, aber er hat doch so saudum dahergeredet. Also sei mir nicht best, du schon auch. Rutscht mir doch alle miteinander am Buckel runter. Oh, was ist das bloß für ein Tag? Kundschaft kommt auch keine. Ich möchte bloß wissen, warum ich so blöd hinter meinem Stand rumstehe. Sagen Sie mal, Lieder, wo waren Sie denn vorhin wieder? Sie, der Meining und ich, wir haben auf Sie gewartet. Der Query hat heute sein Wurst nicht gefressen. Das hab ich schon ein bisschen beunruhigt. Na, bin ich mit ihm zum Tierarzt. Magenverstimmung. Ihre Sorgen möchte haben. Also, komm mal her, setzen wir uns da her und hören Sie noch an, was ich als erster Quelle zu berichten habe. Ja, sollen wir nicht auf die anderen warten? Nein. Den Architekten erzähle ich es gerne noch einmal und den Bürgermeister braucht man nicht, gell? Aber, Moni, zwei Kaffee. Schon laufen. Ja, also, jetzt passt es einmal auf. Da, die Herren, da bin ich wieder. Und unsere Frau Huber. Genauso fest wie vor einer halben Stunde. Ihm sind ein Feierabendbruch. Moni, bring uns mal bitte einen Schoppen von eurem berühmten Jahrgangsessig aus der Toskana. Na, Dimpfel, Sie wollten uns doch eine ganz heiße Insider-Information zukommen lassen. Ja, dann
Schießen Sie mal los. Also stimmt, stimmt. Also als erstes möchte ich einmal meiner ausdrücklichen Meinung dergestalt kundtun, dass ich keinesfalls an den Fähigkeiten unseres sehr verehrten Bürgermeisters zweifle, sondern schlicht und ergreifend an seinem Durchsetzungsvermögen. Also mit so einer Äußerung wäre ich sehr vorsichtig. Dob. Dazu habe ich in meiner Position als einfacher Briefträger keine Veranlassung. Und dann, ohne Ihr Fachwissen, Herr Stadtbaumeister, und ohne Ihre Arbeit in Form dieser großartigen Pläne anzweifeln zu wollen, komme ich jetzt nicht umhin zu bemerken... Tempel, seit wann reden Sie eigentlich so betont geschwollen, ja, daher? Unterbrechen Sie mich jetzt nicht in meinen Gedankengängen. Also, was ich sagen will, ist, ich finde die ganzen Pläne viel zu hochtrabend. Wollte ich sagen, wenn Sie mir folgen können. Ich bin ja nicht bescheuert. Ja, genau. Naja, aber Gott sei Dank ist ja die Meinung eines einzelnen Postboten bei der Endplanung nicht ausschlaggebend. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Dann kauft euch ein Eis, dann habt ihr einen Bananensplit. Oh. Also, um meine Ausführungen zusammenzufassen. Was wir brauchen, ist nicht ein Objekt der Superlative, wo sich kein Mensch mehr auskennt und zurechtfindet, wenn Sie mir folgen können, gell? Okay? Sondern was wir brauchen, ist ein schlichter, sauberer Bahnhof für jedermann. Oh nein, nicht schon wieder. Was denn? Jedermann! Ja, das haben wir schon zweimal gehabt von unserem Laientheater. Sie sind aber nicht so blöd, wie Sie sich jetzt stehen. Ich rede von einem Bahnhof für jedermann, ja? Für jeden Bürger. Einen Bahnhof, wo sich noch ein Weiberl zurechtfindet. So wie unser Hubertradl. Was ist mit mir? Du warst eine hervorragende Bullschaft. Ja, ja. Dimpfe, war das jetzt diese brisante Meldung? Nein, die kommt jetzt erst. Aufgepasst! Hm. So, bitte sehr. Danke, Moni. Ja, danke. Ja. So. Nein! Das gibt's doch nicht! Ja, doch, wenn ich's euch sag. Und das war's ja aus erster Quelle. Nein, 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 das glaube ich nicht. Nicht von unserem Bürgermeister. Das wäre ja ein dicker Hund. Ist es? Ist es? Fakt ist also, dass unser Bürgermeister nicht nur in unser aller Interesse in München war, sondern auch in seinem eigenen, wenn Sie mir folgen können. Ne? Ja, und wenn schon. Das ist doch seine Sache. Ja, ja, der Meinung bin ich auch. Was hat es, wenn es wirklich so war, letztendlich mit unserer Sache zu tun? Ja, das kann ich euch schon sagen. Ich hab da nämlich eine Idee. Oh Gott, unser Briefträger mit seinen Ideen. Ja, also Fakt ist also, dass wir die Stadt, wir könnten doch die Renovierung von dem Bahnhof locker aus unserer eigenen Taschen zahlen. Stimmt's? Naja, locker gerade nicht. Ja, aber wir könnten. Ja, aber da wären wir ja blöd, gell? Stimmt. Ja? Was? Aber wie wär's denn, wenn wir jetzt das ganze Geld investieren würden? Sagen wir mal in ein Objekt, wo wir alle was davon haben. Und nicht bloß ein paar Hansel, die jeden Tag da zum Bahnhof tappen. Ja, circa 700 Pendler. Ja, täglich. Ja. Also, ich warte ja immer noch auf Ihre Idee. Ich hätte halt nämlich noch was vor. Machen Sie es nicht gerade so spannend, Dimpfel. Wie weiß denn, wenn wir das ganze Geld investieren würden, sagen wir mal, in ein Vergnügungsetablissement? Bitte was? Spinnt der? Ich denke da an ein nettes Lokal mit gepflegter Atmosphäre. Da muss ich auch eine breite Bevölkerungsschicht noch nett unterhalten kann. Also wie Sie und wir zum Beispiel. Verstehen Sie das? Wir drei eine breite Bevölkerungsschicht? Tut mir leid, Dämpfli, ich kann Ihnen nicht folgen. Ich auch nicht. Also seid Ihr begriffsstutzig. Ich denke da an nette Bedienungen, gell? Oben ohne, unten wenig, Madern, die auf den Tisch tanzen, so. Ein Table-Dance-Lokal! Scheiß doch nicht, so. Hey, was schleichst denn du da schon wieder lang? Umeinander wie so ein Kader? Was merkst du denn? Was ist los? Ja, ja. Ich hör nix. Ja, dann verschwind wieder, gell? Verschwind. Ja, ich bin ja schon fort. So. Ja, so. Na, ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Einer.
ein Table Dance Lokal bei uns? Ja. Da wäre die Hölle los. Das braucht doch nicht jeder wissen. Zumindest nicht gleich. Also, unser Bürgermeister würde zu einer Finanzierung eines solchen Lokals nie seine Einwilligung geben. Nie! Oha, da war er mir jetzt gar nicht so sicher. Nein, nein, nein. Vielleicht war er froh, wenn er nicht mehr so weit fahren müssen. Unser Bürgermeister ist glücklich verheiratet. Und ich übrigens auch. Ja, meistens zumindest, ja. Ja, ich glaube ich auch. Also ich gar nicht, aber das nur nebenbei, gell? Aber Männer, bedenkt's doch, am Umsatz von der Bahn profitiert doch bloß der Staat. Und am Umsatz von so einem Lokal profitieren wir alle. So oder so. Das ist doch völlig absurd. So? Naja, man könnte mal drüber nachdenken. Ja, ja, sag ich doch. Herr Lederl, ich muss mich schon sehr wundern. Aber ja, natürlich. Prinzen, und wenn sie auch nur eine Amtszeit von 6 Wochen haben, haben eben doch eine etwas lockerere Denkweise wie wir stinknormale Bürger. Was wollen denn Sie mit dieser Bemerkung andeuten, Herr Meininger? Also, ich bleibe auf jeden Fall nicht ein Leben lang an so einer ja, verknöcherten Denkweise kleben wie so manche Herren. Ich bin offen für alles. Ja, was Sie hiermit kundtun, Herr Lederl, allen Respekt. Wissen Sie was? Machen Sie Ihre Versicherungen, aber halten Sie sich hier raus! Es regt sich doch nicht so künstlich auf. Das war doch bloß ein Gedanke von mir, über den es sich lohnt, nachzudenken, gell, oder? Und die Bürgermeister knöpfe ich mir persönlich vor. Und die oberste Priorität bei diesem Gedanken sollte sein, nicht nur der Staat soll was davon haben, ja, sondern wir alle. Ja. Da hat er nicht ganz Unrecht, der Dümmel. Ja. Sie erlauben, dass ich mich von diesen Gedanken distanziere, meine Herren. Feigling. Wie bitte? Ah, nix. Ach, gut, dass Sie da sind, meine Herren. Ich hab gerade einen Anruf gekriegt. Zwei Herren von der Regierung sind zu uns raus unterwegs, gell? Die werden also in Kürze da sein, wegen einer Lokalbesichtigung. Der Termin, meine ich natürlich. Ja, was denn für ein Lokal? Mei, der Bahnhof-Dimpfel. Mei, warum sagst du dann nicht gleich Bahnhofsbesichtigung oder Ortstermin und dann diese ungesunde Aufregung? Die sollen sich den Verhau ruhig einmal anschauen. Nein, nein. Na, also. Damit wäre ja diese geniale Idee bereits wieder gestorben. Ja. Noch ist keiner gestorben, bevor er überhaupt geboren worden ist. So, von was reden denn Sie eigentlich? Ja, also, was ist, begleiten Sie mich hinaus zum Bahnhof. Oh. Nicht gern. Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister, wo ja. sind Sie denn? Mein Gott, gerade ist ein Anruf gekommen von der Regierung in München. Die Herren sind bereits unterwegs zur Ortsbesichtigung. Frau Mader, Sie haben doch den Anruf selber zu mir durchgestellt. Ach so, ja. Ja. Mein Gott, ich bin ja schon ganz durcheinander. Aha. Und unser Blumenschmuck haben wir ja auch noch nicht. Ja, Gott sei Dank. Oder sollen wir vielleicht die Schäbigkeit von unserem Bahnhof in Blumen kaschieren? Denken Sie doch einmal logisch, Frau Mader. Jetzt schreien Sie mir doch nicht so an. Ich schreie nie. Ist das klar? Ja, was stehst denn noch rum, meine Herren? Geh mal. Ja, also dem schließe ich mich an. Ich sag nur Kasperltheater. Aha. Und hätten die Herren vielleicht eine bessere Idee auf Lager? Hätten wir, ja, unter Umständen. Aber vorerst bleibe ich mal dabei. Nicht nur der Staat. Wir alle hätten was davon. Ja. Was heißt denn da, wir alle? Ich hab zum Beispiel gar nichts von einem Table Dance Lokal. Noch nicht ausgesöhnt mit dem Gerd. Puh, der ist mir doch sowas von egal. Wirst sehen, der kommt schon wieder. Mir doch wurscht. Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also in Madagaskar. Wieso Madagaskar? Da wächst der Pfeffer. Also Sie bringen mich doch immer wieder zum Lachen drauf. Das wollt ihr. Wirst schon sehen. Heute Nachmittag kommt der Gerd und dann ist alles wieder in Butter. Und das alles nur wegen diesem damischen Bahnhof. Was soll denn daran so schlimm sein, wenn ich ihn mit seiner Mutter verstehe? Der soll doch froh sein. Eifersüchtig ist er. Weil du ihm das große Werk der Versöhnung vermasselt hast.
Das hast du alles ganz allein gemacht. Schau, Männer wollen doch immer die Helden sein. Und die Tour hast du ihm vermasselt, weil du das du allein kennen hast. Und das nimmt er mir übel. Genau. Dann ist er also doch genau der selbstgefällige Macho, wie ich gesagt habe. Nein, nicht ganz. Aber Moni, eins musst du merken. Du darfst einem Mann nie das Gefühl nehmen, wie wichtig er für dich ist. Und dass du ohne seinen Rat und seine Hilfe nicht auskommst. Aber wenn's 10-mal nicht stimmt und du alles ganz gut allein kannst, sagen darfst du das niemals, wie du das gemacht hast. Ja, aber wenn's doch stimmt. Das nützt aber nichts. Schau, ihr Frauen, ihr seid für die Männer viel zu selbstständig geworden. Das vertrauen die wenigsten. Das ist doch ihr Problem. Ja, also deins schon auch, gell? Naja, wirst du schon noch lernen. Und wenn's gescheit bist, dann setzt du deinen Köpfern durch und der merkt es gar nicht. Haben Sie das auch so gehalten, Traudl? Das kann's klein. Und ich bin nicht schlecht gefahren damit. Mhm. Jetzt pass auf. Ja. Wenn der Gerd heute kommt, dann ist das ein Zeichen, dass er sich aussöhnen will. Dann bist du ganz diplomatisch, sagst am besten gar nichts und bist vor allen Dingen gar nicht kratzbürstig. Ein bisschen viel verlangt. War nur ein gut gemeinter Rat. Dankeschön. Jesus, da hinten kippt der rasende Rudi. Ja, was ist denn mit dem los? Jesus, dem seine schlauen Sprüche. Die brauche ich halt nicht auch noch. Ja, Rudi? Ja, was ist denn mit dir los? Ja, ich bin ja fix und fertig. Ha? Ja, alle Frauen haben sich verbündet und sind gegen mich. Ja. Also, das Zustellen, das war halt das letzte Spießrutenlaufen. Wegen dieser oben ohne Bar. Ja, aber ich bin doch unschuldig. Aber das glaubt mir ja keine. Rudi, Rudi. Da wirst du noch ganz andere Probleme kriegen. Ja. Also der kann was erleben, wenn der mir unterkommt. Es hilft mir bloß noch die Flucht. Da ist unser Dimpfel, Rudi. Herr Dimpfel. Frau Oberlehrerin. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung vorzubringen? Sprich, mein Sohn. Ansonsten Beichtgelegenheit zwischen 16 und 17 Uhr täglich. Ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie mir vorwerfen. Setzen! Das zieht bei mir nicht, den unschuldigen Spielen. Ja, das hast ja schon in der Schule immer so gut gekonnt, diese Dackelaugen hindrehen, wenn's deine Hausaufgaben mal wieder nicht gemacht hattest. Was denn für Hausaufgaben? Ach, schäm dich! Ja. Ich sage nur, schäme dich! Ja, gerne, aber für was denn? Stell dich nicht dümmer, Rudi Dimpfel, als du eh schon bist. Ja, willst du denn Schande über unsere Stadt bringen? Willst du unsere braven, biederen Männer auf Abwege bringen? Da willst du denn wirklich diese treu sorgenden Ehemänner zur Sünde verführen? Ja, mutwillig ihn zerstören? Nein, nie. Lüg nicht! Wir sind informiert. Ja, wir wissen, dass diese Idee, hier eine Table Dance Bar zu eröffnen, von dir ist. Eine Bar, wo barbusige, schamlose Geschöpfe auf Tischen mit Stangen tanzen. Ja, ich kenne das von München. Was? Ja, aus der Werbung natürlich. Was soll ich wollen? Ich soll sowas gesagt haben? Nein, gar nie nicht. Schweig, Verlorener! Heute Abend kommst du zur Beichte. Kannst du deine Seele und dein Gewissen erleichtern. Wir Frauen werden auf das Schärfste gegen diesen Sittenverfall vorgehen. Mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Ebenso die Kirche. Das bin in diesem Falle ich. Schande über dich. Na, jetzt reicht's mir aber, gell? Eines stelle ich jetzt einmal klar. Ich bin nicht mehr in der Schule. Und jetzt ist Schluss mit Sätzen, Dimpfel. Ist das klar? Also. Was für ein unmäßiger Ton, mein Sohn. Hm? Mein armer Junge. Was ist nur aus dir geworden? Welche Mühe habe ich mir mit deiner Erziehung zu einem rechtschaffenen Menschen gegeben und konnte doch nicht verhindern, dass sich in deinem Gehirn solch kranke, abartige Gedanken und Fantasien breit machen. Wir müssen ihm helfen, Hochwürden. Ja, anscheinend. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Also jetzt haust man aber am Vogel aus. Ja, wer bin ich denn? Ja, wer hat denn diesen Schmarrn überhaupt nicht weggesetzt? Ich schwöre,
Ich schwöre, niemals ist das Wort Table Dance Bar über meine Lippen gekommen, gell? Er leugnet. Er ist uneinsichtig. Ein besonders schwieriger Fall. Was? Dipfel? Wir sind aus erster Quelle informiert. Aha. Der ersten Quelle wird es gleich einmal das Maul stopfen. Ja, eine Frechheit ist es, einen unbescholtenen Bürger dermaßen zu verdächtigen. Da denkt man Tag und Nacht darüber nach, wie man der Stadt helfen kann, verbirgt sich das Gehirn nach einer brauchbaren Idee, macht dann den gütlichen Vorschlag, dass bei Nichtfließen der erhofften Gelder man im alten, verharrten Bahnhof eine andere Attraktivität verleihen könnte. Und hat dann plötzlich diese geradezu geniale, umwerfende Idee. Ja, ja, wir wissen, ein Table-Dance-Lokal. Ein Square-Dance-Lokal. Was, ein Square? Aber was ist denn das? Ja, also, Herr Pfarrer, da tanzen Sie quer. Ja. Also, Meine Herrschaften, ich hab doch da ganz eine andere Idee gehabt, wie man mal wieder das alte Gemäuer von diesem Bahnhof so zu Gemüte geführt hat. Ja, willst du denn bei Adam und Eva anfangen? Nein, das dauert mir zu lang, gell? Also, wie gesagt, ich bin wieder einmal vor deiner alten Bruchbude da gestanden und hab überlegt und plötzlich hab ich mir gedacht, warum damit alles so zu lassen? Eine wahrhaft umwerfende Idee. Ja, aber nicht einfach so zu lassen, sondern diesen Zustand vielleicht sogar noch zu unterstreichen. Ausbauen quasi, wenn Sie mir folgen könnt. Ich glaube, es ist schlimmer als befürchtet. Also, mein Gedanke war, wir verleihen unserem alten Bahnhof eine Attraktion in Form von einem Westernbahnhof. Wie bitte? Ja, ja, ihr habt schon richtig gehört. Es gibt doch auch eine Western City. Warum denn nicht auch einen Western Bahnhof? Schaut, wir lassen alles so, wie es ist, hauen in die Mauern ein paar Löcher rein und stellen auf die Abstellgleise alte Waggons mit Schüttel drauf, Santa Fe oder so ähnlich, gell? Und schon heißt unser Bahnhof nicht mehr Bahnhof, sondern Railway Station westlich von Nowhere. Oder da wird uns schon was einfallen, gell? Also dann stellen wir noch einen Wassertank auf den alten und ich reite ein paar Mal am Tag als Cowboy hin und her. Ja, ist ein bisschen eine Western-Atmosphäre. Und schon haben wir die schönste Attraktion und können sogar noch Eintritt verlangen. Also ein Western-Bahnhof. Ja. Ein Western-Bahnhof? Ein Westernbahnhof. So ein Westernbahnhof. Mit einer Square Dance Bar. Ja, ja, ja. Das klingt jetzt aber im Entferntesten nicht mehr nach einer oben ohne Bar. Seltsam. Sehr seltsam. Ja, was weißt du, wer da seine Ohrwaschel nicht richtig aufgemacht hat und meinen Vorschlag völlig vertraut und das Volk getragen hat, gell? Aber bitte, meine Herrschaften, jetzt halt's mich nicht länger auf mit solchen falschen Verdächtigungen und solchen Nichtigkeiten. Wir haben schließlich noch einen anstrengenden Dienst zu verrichten, gell? Servus, mein Land, man sieht sich. Was kann der Rudi denn dafür, dass er so schlau ist? Was kann der Rudi denn dafür, dass es ihn gibt? Der Sache, der muss nachgegangen werden. Worauf Sie sich verlassen können, Hochwürden. Ich glaube diesem Dimpfel kein Wort. Ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Nicht von einem Rudi Dimpfel. Liebe Frau Huber, Sie eine Frau aus dem Volk. Ja, was sagen jetzt Sie dazu? Das klingt doch ein bisschen verrückt, oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Was bei Ihnen relativ selten vorkommt. Vergelt's Gott. Ja, ich zieh mich jetzt auf jeden Fall in mein stilles Kämmerlein zurück. Halte stumme Zwiesprache mit meinem Herrn, geh in mich und erwarte in Geduld auf die Eingebung von oben, was um Himmels Willen ich von dieser verrückten Idee halten soll. Ein Westernbahnhof klingt eigentlich gar nicht so irrwitzig, nicht? Also westlich von Santa Fe. Ja, das hat was. Das hat was, ja! Dieser
die Dimpfel. He. Der hat doch schneller eine Ausrede daher, als wie ein Mauserloch. Ah, grüß Gott, Frau Huber. Ach, die Frau Mama war übrigens auch gerade da. Ach, war's bei der Moni, oder? Nein, nein, mit meinem Pfarrer ist gekommen und geredet hat's mit dem Dimpfel wegen dem neuen Bahnhof. Aha. Und? Sonst? Ja, ja, alles in Ordnung. Also, so wird doch das nix. Moni, geh mal raus! Ja, Frau Huber! Ja. Ach, ich hab gar nicht gemerkt, dass wer da ist. Ja, ich bin gerade erst gekommen. Mhm. Ein Cappuccino? Nein, Obstler, bitte. Am helllichten Nachmittag? Ja. Warum denn nicht? Na bitte, wenn's meinst. Ja. Warum bestell ich Hirschmetz an Obstler? Ich mach doch gar kein Obstler. Gib's mir, wir trinken schon. So, schau bitte schön, der Obstler. Ja, du, ich lade dich ein. Dankeschön. Sag mal, hast du einen Zug drauf? Du, magst du nur einen? Nein, danke, sonst werde ich besoffen. Moni, was ich sagen wollte, ich war ein Hirsch. Ich widerspreche dir nicht, Gerd. Sind wir wieder gut? Weißt du, das mit meiner Mama, das hat mich einfach geärgert. Ja, aber warum eigentlich? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich hab doch gesagt, ich war ein Hirsch. Das muss doch gelangen. Ja, eigentlich schon. Gibst mir jetzt bitte ein Versöhnungspuzzle? Weißt du, ich hab schon Entzugserscheinungen. Komm schon, ja, du Kasperl. Weißt du, es hat mich nur geärgert, weil du die große Zusammenführung zwischen Mutter und möglicher Schwiegertochter ganz allein zustande bringen wolltest, gell? Ja, so ähnlich. Was, du hast mir die ganze Freiheit genommen. Oh. Ja, dass ich mit meiner Mama so richtig streiten und dich in Schutz nehmen und verteidigen kann. Ich meine, so wie es ist, so ist ja super. Sie hält so viel von dir. Ja, ich doch auch von ihr. Am besten gefällt's mir, wenn sie jeden anbläfft, setzen. Ja, sogar der Herr Bürgermeister, lass dich ganz brav aufs Hinterteil fallen. Das sing ich doch immer von meinem Fenster aus. Das kann sie einfach nicht lassen. Bei mir probiert es auch immer wieder. Aber langsam beißt sich da die Zähne aus. Du, Spatzle, komm. Lass uns ein bisschen reingehen. Was schon? Die tut in ihrer Versenkung immer so, als ob sie nichts hören kann. Aber in Wirklichkeit hat's Ohrwascheln so groß wie Kanaldeckel. Frechheit! Erwischt! Ich glaub's, das war so ein Pech, aber auch! Ja, Frau Mader, wie hat denn das noch passieren können? Ach, Franz, bin ich. Ich muss mir ein bisschen hier sitzen. Ist das nicht? Ich wollte heute die Arbeiten von der Gärtnerei am Bahnhof ein bisschen beaufsichtigen und auch selbst ein bisschen mit Hand anlegen. Das macht ja immer einen guten Eindruck. Ja, da lässt doch dieser Trottel von einem Gehilfen mir nicht den schweren Pflanzkübel auf den Fußen auffallen. Ja, aber das ist doch gar nicht Ihre Aufgabe. Dafür beschäftigen wir doch die Leute. Ja, das weiß ich ja. Ich bin ja selber schuld. Und überhaupt, man hat ja für die ganze Mühe keine Anerkennung. Im Gegenteil. Man muss sie noch Vorwürfe und dumme Reden anhören. Aber Frau Stadträtin, wenn hier überhaupt jemand Hochachtung für all sein Engagement verdient, ja, dann sind Sie doch das. Hm? Mein Gott, Herr Stadtbaumeister, Sie sind halt noch ein Mann, der die Arbeit einer Frau und überhaupt zu würdigen weiß. Das tut richtig gut. Frau Stadträtin, jetzt frage ich Sie. Wer hat denn die Frechheit, Ihre Leistungen in irgendeiner Weise in Zweifel zu ziehen? Sie haben ja keine Ahnung. Dieser Briefträger, dieser Dimpfel, sagt der doch nicht, schade, dass einer den Pflanzkübel bloß auf dem Fuß und nicht auf den Kopf aufgestellt haben. Tja, wieso denn das? Weil ich dann erstens im Stadtrat nicht mehr so viel Blödsinn verzapfen kann und zweitens würde ich mich wunderbar als lebende Topfpflanze vom Bahnhof eignen. Was ist das? Der Fuß, der schwillt ja an wie ein Luftballon. Und der ganze Einsatz hat sich ja überhaupt nicht rentiert. Aber der Bahnhof ist und bleibt ein Schandfleck. Sagen Sie mal, haben Sie schon von dieser schrecklichen Idee vom Dimpfel gehört? Ja, selbstverständlich. Ha. Aber ich habe mich auch ganz entschieden davon distanziert. Ein
Ein Table-Dance-Lokal. Das ist unglaublich. Und immer dieser Dimpfel. Ja. Der Mann, der ist doch eindeutig unterbeschäftigt. Hm? Sonst hätte er ja gar keine Zeit, dass er sich immer so einen Schwachsinn ausdenkt. Naja, aber wir Frauen, wir werden heute noch eine Protestaktion auf die Beine stellen gegen dieses Table-Dance-Lokal. Liebe Frau Stadträtin, nehmen Sie die Sache doch nicht so ernst. Naja, wer weiß, ob es in unserer Stadt nicht genügend Männer gibt, außer Ihnen natürlich, Herr Stadtbaumeister, die so eine Einrichtung sehr begrüßen würden. Ich danke Ihnen jedenfalls nochmals ganz herzlich für Ihr Verständnis, lieber Herr Stadtbaumeister. Aber bitte, bitte, ja, ja. Schauen Sie das Taschel, Frau Mader, immer zu Ihrem Dienst. Ja. Und passen Sie aufs Fußball auf, dass Sie nicht straucheln. Keine Sorge. Und nochmal vielen Dank, ja, ja. Herr Stadtbaumeister. Bitteschön, gern schön. Wiederschauen. Wiederschauen, Frau Stadträtin. Ja, ja, ja. Hey, ja, ja, das war jetzt anstrengend. Ja, und Bedienung hat sich auch noch keine sehen lassen. Ein Saftladen. Vorsicht, Herr Stadtbaumeister. Warum? Dass Sie auf Ihrer Schleimspur nicht ausrutschen. Ah, eifersüchtig? Eifersüchtig? Sie sehen in mir eine gebrochene Frau. Schauen Sie, Frau Huber, das ist das, was mir so gefällt an Ihnen. Ihr unverwüstlicher Humor. Ein Cappuccino? Ja, gern. Danke. Gern, schöne Frau. Herr Moni, sagen Sie mal, bin ich denn heute der Einzige hier bei unserem Treffen? Oder wo sind denn die alle? Ja, oder Frau Huber, wissen Sie vielleicht, was hier Sache ist? Hm? Oh mein, wenn ich ihr das alles erzähle, was auf dem Platz heute schon los war. Hm? Ha, der erste war der Dimpfel, der völlig am Boden zerstört hier angekommen ist. Interessiert mich brennend, ja. Und wie der da so leidlich bei mir rumhängt, kommt doch die Inquisition in Form vom Herrn Pfarrer und der Frau Oberlehrerin und die haben den praktisch hingerichtet. Hä? Ja, wegen dieser Table-Dance-Bar da. Aber der Dipfel, der hat sie ganz einfach rausgerutzt aus dem ganzen Schlamassel, indem er plötzlich die Idee von einem Westernbahnhof serviert hat. Und die sind alle zwei aufgesprungen. Ein Westernbahnhof? Ja, genauso dumm haben die auch geschaut. Aber ich sag Ihnen was, der Dimpfel ist ja ein schlauer Fuchs, gell? Der hat dann ganz anschaulich geschildert, wie er als Cowboy daherreiten tat und dass unsere Züge dann nicht mehr in die Stadt, sondern nach Santa Fe fahren oder irgend sowas ähnliches. Bitteschön, der Capo. Danke. Das ist aber jetzt schon ein Witz, Frau Huber, na, oder? Na, schauen Sie, ich schau mir doch so alte Wildwestfilme auch so gern an. Und unser Rudi Dimpfel als grumhaxerter Cowboy, das darf doch passen. Nein, aber jetzt geht Ihre Fantasie ein bisschen durch mit Ihnen, oder? Mein Gott, was soll denn da dran so schlimm sein? Also schön langsam, glaube ich, ich bin ja von lauter Idioten umgeben. Was doch so ein alter Bahnhof für seltsame Blüten und abartiger Fantasie treibt. Ein Westernbahnhof. Da wäre mir ein Table-Dance-Lokal noch lieber. Oh. Vorsicht, Herr Stadtbaumeister, das haben Sie nicht leise genug gesagt. Ich hab's gehört, gell? Frau Huber, wissen Sie, was Sie sind? Hm? Eine Strafe. Ich weiß. Ah, prima, der Herr Stadtbaumeister ist ja auch schon da. Ja, ja, dann sitzen wir uns doch gleich. Moni. Und, Herr Meininger, haben Sie uns auch eine Neuigkeit zu berichten? Das kommt ganz drauf an, was Sie zu berichten haben. Moni, wo bleibst du denn? Ja, ich bin ja schon da. Grüß Gott. Kann man nicht sofort alles aus der Hand werfen, gell? Ja. Wie immer, Cappuccino? Aber bitte mit Sahne. Also jetzt einmal der Reihe nach, meine Herren. Wer hat denn schon von dieser glorreichen Idee von unserem Herrn Dimpfel gehört? Ich sag nur, Westernbahnhof. Aha. Also ich kann mir nicht helfen, meine Herren. Aber wenn jetzt die Gelder vom Staat wirklich nicht fließen, dann finde ich die Idee gar nicht einmal so schlecht. Ja, die hat was. Ja, bitte, Herr Bürgermeister, ein Westernbahnhof. Ja. Okay, da machen wir uns ja lächerlich. So abwegig finde ich den Gedanken auch nicht. Das ist ja irgendwie originell und ausbaufähig. Ja, natürlich. Sie finden ja jede Idee genial. Ich sag nur... Ja, ja, ist ja schon gut. Ja. Wobei wir uns ja mit diesem Westernbahnhof sicher wesentlich weniger Ärger einhandeln würden. Zumindest bei der weiblichen Bevölkerung. Ja, und wie bitte stellen Sie sich die Durchführung vor? Sollen wir alle hier als Cowboy rumgaloppieren, oder was? Wollen wir doch sachlich bleiben, meine Herren. Ich hab mir unseren Bahnhof noch einmal intensiv angeschaut. Der hat wirklich was vom Wilden Westen, meine Herren. Naja, diese ursprüngliche, unverfälschte Baufälligkeit, nicht? Ja, und wenn dann
im Herbst so der Wind vom Westen her die Blätter über den Bahnsteig weht. Das hat doch was. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Ja, ja. Und Charles, der Initiator, der Western City, der hat ja auf alle Fälle auch mal mit einem einzigen winzigen Saloon angefangen. Saloon? Das ist ja ganz gut. Ich mache aber dann das Revue-Girl, gell? Die aber so über die Bühne tanzen, so wie im Rocker in der Hände. Herr Bürgermeister, was hat denn eigentlich die Ortsbesichtigung mit den Herren von der Regierung gebracht? Ach, die waren recht angetan. Was? Das heißt natürlich, sie waren entsetzt über den Zustand der Gebäude und des Geländes. Aha. Ja, und sie haben durchblicken lassen, dass da unbedingt was getan werden muss. Ja, na, also. Ja. So, meine Herren, und jetzt möchte ich mal eine konkrete Auskunft. Wer ist für diesen Wirbelsturm unter unserer weiblichen Bevölkerung verantwortlich? Ja, ich sag wegen dem Club. Da fragen Sie noch, Herr Bürgermeister. Sowas fällt doch nur unserem Briefträger, dem Dimpfel Rudi, ein. Was? Was ist mit mir? Aha, komm schon, den. Ja. So, aber jetzt wird einmal aufgeklärt, warum ich auf diese Idee gekommen bin, gell? So, meine Herren, jetzt macht's mal den Mund auf. Ja, wie das mir denkt hab. Jetzt bringt keiner die Pappen auf, gell? Aber, Bürgermeister, den Anstoß dazu hast du. Nein, immer natürlich haben Sie selber gegeben. Jetzt klang's voll, gell? Nein, sowas muss einmal ausgeredet werden, gell? So eine Dienstreise ist doch normalerweise am Abend zu Ende, gell? Und München ist ja nicht aus der Welt. Da kann man noch schön brav heimfahren. Brav und sitzen, wie es gehört. Stimmt's? Also jetzt wäre ich vielleicht doch narrisch, gell? Was sollen denn diese Verdächtigungen überhaupt? Ja, wissen Sie, wir haben uns nur Gedanken darüber gemacht, wie es sein kann, dass harmlose Bürger zu derer Aussage kommen können. Unser Bürgermeister hat sich in München drin sauber krachen lassen und jetzt ist er fix und fertig, weil er die ganze Nacht durchgemacht hat. Also das lasse ich mir nicht bieten. Setzen! Herr Bürgermeister, es war nur ein Gerücht. Wir unterstellen Ihnen selbstverständlich nichts Ehrenrühriges. Nein, ehrlich, also nichts lege uns ferner. Ehrlich, aber aufgrund dieser Aussage wurde von uns... Nein, Herr Dimpfel, von Ihnen. Mei, seid ihr zu kleinlich. Also wurde von mir diese Idee mit diesem Lokal geboren, gell? Weil es hätte doch auch durchaus sein können, dass unser sehr verehrter Herr Bürgermeister in selbiger Nacht ebenfalls. Ihr versteht's mich schon, gell? Also, mein Lieber, ihr seid doch alle die Allerletzten. Wieso denn? Es hätte doch durchaus sein können, dass sich unser Bürgermeister auch einmal ganz fröhlich und unerkannt außerhausig vergnügt, oder nicht? Außerhausig? Das Wort gibt's ja gar nicht. Ja, dann ich in den Club, mein Lieber. Was macht man denn da eigentlich genau? Weiß das jemand? Nein! Darf ich auch nicht lachen? Ich hab jetzt nicht zugehört. Nein! Also, Dimpfel, Sie gern wirklich prämiert. Ja, gern? Als was denn? Ja. Seien Sie mir nicht böse, als größter Hornox unserer Stadt. Ja, das war jetzt ein bisschen gemein, ja, gell? Nein, aber die Idee mit diesem Westernbahnhof, die war doch gut von mir, oder? Und er dann als Grumhax oder Cowboy. Ja! Also gleich steh ich auf und geh! Ja. Ui! Ruhe! Alle setzen! Was bitte soll daran so lustig sein? Ich bitte um etwas mehr Disziplin. Wenn man euch so ansieht, könnte man meinen, man wäre in einem Kindergarten. Schämen Sie sich denn gar nicht? Nein! Unsere Frau Stadträtin ist leider infolge eines bedauerlichen Unfalls im Dienste der Stadt verhindert. Aber ich werde noch einige Frauen organisieren und dann werden wir unseren Demonstrationszug gegen diesen Sittenverfall fortsetzen. Dimpfel! Ja, Frau Oberlehrerin! Von Ihnen habe ich ja nichts anderes erwartet. Na, ich von mir selber auch nicht. Aber Sie, Herr Leder, und Sie, Herr Stadtbaumeister, ich denke da an Ihre arme Frau. Ja, ich auch. Bitte! Und die arme, ahnungslose Frau Bürgermeister. Ja. Pfui! Welch ein Sumpf tut sich hier auf! Schande über euch alle! Ja. Schande über uns alle! Kinder!
Niveau! Das ist jetzt eine Gaudi. Ja, ja, ja. Wisst ihr was, meine Herren? Ich will jetzt gar keinen neuen Bahnhof mehr. Was? Wie bitte? Nein, der Dimpfl hat da in mir was ausgelöst. Tief da drinnen. Ich denke jetzt an die Zeit, wo ich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Karl May verschlungen habe. Also ich will meinen alten verhauten Bahnhof behalten und mache einen Westernbahnhof draus. Ja. Jawohl, und ein Saloon muss natürlich auch dabei sein. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Und bei jedem Zug, der reinfährt, dann mache ich eine fetzige Country-Musik. Ja, das geht nicht, Dimpfl. Weil Sie sind ab jetzt der Cowboy-Dimpfl. Ja, und was mache ich dann? Hä? Sie überfallen die Reisen. Nein, ich will doch kein... kein Bandit sein. Nein, ich möchte Held sein. Ja. Und ich mach den Sheriff und sorge für Recht und Ordnung. Aber wie oft am Tag soll eigentlich so ein Zug einfahren in unserem Bahnhof? Also ich glaube ja, dass das wird ein Fulltime-Job. Nein. Jeden Tag gibt's diese Action nicht. Sagen wir dreimal in der Woche. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Also ich besorge jetzt gleich mal das alte Graffe und das ganze Mobiliar, was man für so einen Westernbahnhof braucht. Genau. Moni, eine Runde Whisky. Herr Whisky! Ja, die Herren von der Regierung sollen auch machen, gell? Wir pfeifen auf den ihren Geld. Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister! Frau Mager, hab ich Ihnen nicht ausdrücklich gesagt, Sie sollen Ihren Haxen, ich mein natürlich Ihr Bein, schonen. Das Mundwerk war besser. Herr Bürgermeister, kein Fax auf München. Ja, was? Die Gelder für die Sanierung von unserem Bahnhof sind genehmigt. Was? Nein. Western Bahnhof AD. Table Dance AD. Was ist los? Da schauen's doch her. In voller Höhe unseres Antrags genehmigt. Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn. Ja. Was machen wir denn jetzt, meine Herren? Null Problem. Ich weiß, was wir machen. Ja? Und was? Im niegelnagelneuen Western Bahnhof eine Table Dance Bar. Frau Huber wird Hauptattraktion und ich mache einen Geschäftsführer. Oh. Ja.